Na Freunde, könnt ihr euch noch an diesen Schlauchwagen erinnern, den ich ja mal mir käuflich habe besorgt haben und so. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ne, drei Viertel Schlauch, brauchst einen Schlauchwagen dafür. Und nach nicht einmal zwei, drei Tagen habe ich festgestellt, what the fuck is that? Mal davon abgesehen, gut, der Kleine ist hier nicht knickgeschützt, also schon mal eine Nullnummer. Und dann habe ich mir gesagt, bau doch mal einen eigenen oder kauf dir einen eigenen. Gut, die eigenen, die man kaufen kann, für 3/4 Zoll Schlauch 100 Euro und mehr. Optisch würde ich sagen, war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Da dachte ich mir so, warum probierst du es nicht selbst? Das habe ich getan. Das heißt also, ich habe jetzt einmal den alten Schlauchwagen, also den käuflich erworbenen. Also dieses Exemplar hier, wo ich gleich gemerkt habe, das ist blöd, weil der Griff ist zu kurz, du kannst ihn nicht tragen, ziehen, schieben, aufrollen ist Kacke und das Ding ist einfach nur Müll. So. Daraufhin habe ich gesagt, ne, ich kaufe mir einen oder ich baue mir einen. Dann kam Gevater Glück dazu, ich habe eine Kabeltrommel bekommen, eine schöne große, habe mir die Zutaten zusammengesucht, die ich dafür brauchte, also Kugellager, ein Stahlrohr, die ganzen Winkel und der ganze Zulauf ist alles auf 1 Zoll. Auf 1 Zoll komplett fertig. Ich habe das Ding fertig gebaut. Auch hier habe ich das Video dazu fertig gemacht. Ihr könnt ja beides mal angucken und dann mal sagen, ja, ich meine gut, bei dem Schlauchwagen, den ich selbst gebaut habe, habe ich ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Das war nicht viel. Ich meine, optisch ist das Ding natürlich auch keine Granate. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich die meisten Teile gefunden habe, auf Recyclinghöfen, Schrottplätzen und in Mutter Natur, muss ich sagen, ist das Ding geil geworden. Wie gesagt, optisch nicht so die Granate, aber vergleicht das mal. Gebt euch mal die Mühe, guckt euch mal das alte Video an von dem ersten Schlauchwagen, den ich gekauft habe und dann das neue Modell, da kannst du auch einen Zollschlauch draufpacken. Mit mindestens 50 Meter Länge ist überhaupt kein Problem, das nimmt er mit. Das einzige Problem ist nur, der hat keine Feststellbremse. Ansonsten würde ich sagen, guckt euch das mal an, wenn ihr Lust habt und so. Ja, ich würde sagen, ich bin stolz auf mich. Ja, doch. Endlich mal bin ich stolz.